Basinghausen ist so etwas wie die Heimat des Fußballs in Niedersachsen. Und der Niedersächsische Fußballverband ist der zweitgrößte innerhalb des DFB und vor allen Dingen derjenige, der spiegelbildlich sich mit allen Herausforderungen auseinandersetzen muss, die sich im deutschen Fußball stellen. In den großen Städten, da geht es um die Infrastruktur, ausreichend Fußballplätze. Da geht es um die Integration von Jungen und Mädchen aus Familien mit Migrationshintergrund. Und es geht auf der anderen Seite im ländlichen Raum darum, dass in jedem Dorf ein Kind Fußball spielen kann. Dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist die Leistung des Niedersächsischen Fußballverbandes. Fußball ist und bleibt eben der populärste Sport, gerade auch bei uns in Niedersachsen. Kernaufgabe des NFV ist Talentförderung und Entwicklung. Deshalb haben wir natürlich ein ausgefeiltes Talentförderungskonzept. 36 DFB-Stützpunkte. Wir betreuen dort jeweils 4 U-Mannschaften, U12 bis U15. Und natürlich haben wir dort 170 lizenzierte Trainerinnen und Trainer. Kommen wir auf die Inhalte, ist hier die individuelle Weiterentwicklung der Jugendlichen im Vordergrund. Und was ganz wichtig ist, wir bilden eine Brücke zwischen dem, was in den Vereinen und dem, was später in den Nachwuchsleistungszentren gemacht wird. Talentförderung bedingt natürlich erstmal Talentsichtung. Insofern haben wir ein breit gespanntes Sichtungsnetz in Niedersachsen. Wir starten mit dem E-Jugendbereich. Das ist ein landesweites Sichtungsturnier. Und darüber hinaus, ab D-Jugend geht es dann schon in die Stützpunkte rein, sodass wir glauben, keiner fällt durch das Netz durch. Jeder, der Talent hat, wird auch auf dem Wege hier gesichtet und entdeckt werden. Es würde kein Punktspiel geben, gäbe es nicht Schiedsrichter, gäbe es nicht Platzwarte. Es würde keine Mannschaft geben, gäbe es nicht die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, die ja wirklich unglaublich viel für die jungen Leute tun. Das wird hier in hervorragender Art und Weise geleistet, für die Aus- und Fortbildung zu sorgen, für den Nachwuchs bei Übungsleitern, bei Trainern, aber auch bei Schiedsrichtern zum Beispiel. Jeder von unseren Bundesliga-Profis war mal in kleinen Vereinen tätig, ist durch das Ehrenamt betreut worden. Da sind wir auch stolz drauf und dies ist auch ein Thema. Aber ich glaube, da müssen wir alles für tun, dass wir dies erhalten. Deshalb steht auch die Förderung des Ehrenamtes bei mir ganz oben auf der Agenda. Niedersächsische Fußballverband ist ähnlich wie die AOK Niedersachsen regional sehr stark verwurzelt und mit so einem starken Partner kann man natürlich sehr viele Projekte auf die Beine stellen. Unser Ziel ist es, den Breitensport zu fördern. Es ist uns sehr wichtig, dass Jugendliche und auch Kinder Sport treiben, Fußball spielen und sich bewegen und damit auch gesund bleiben.